warum hocke ich hier wohl so? Ich mal 60 Sekunden über Kinder in der Stadt reden möchte. Ich habe euch so ein paar Bilder mitgenommen auf meinem Weg hier gerade, habe versucht, das Handy auf die Höhe von Kindern zu hängen. Wusstet ihr, dass es schon Kinder gibt, die mit Asthma oder Mikroplastik im Blut auf die Welt kommen? Das kommt natürlich in großen Teilen auch vom Autoverkehr, denn wenn ihr hier bei den Bildern mal so hinschaut, wo der Auspuff ist, dann ist es genau da, wo die Kinder atmen, und die atmen bis zu 45% schneller, als wir das tun, weil sie viel kleiner sind, viel kleinere Lungen haben. Was nicht verändern wird durch Elektromobilität, ist der Mikroplastikabrieb von den Reifen, die größte Mikroplastikquelle der Welt. Also Mobilitätswende macht nicht nur Sinn, weil wir CO2 sparen wollen und dekarbonisieren müssen, sondern auch, um Kindern in der Stadt eine bessere Lebensumgebung zu geben, als die, die wir hier gerade so sehen. Und dafür arbeite ich. Und wie es schön aussehen kann, habe ich euch natürlich auch mitgebracht. Das ist nur eine Straße weiter. Da wurde ein Parkplatz, an dem vorher nur ein Auto rumstehen konnte, ein schöner Aufenthaltsort geschaffen, wo mehrere Menschen stehen, sitzen, sich unterhalten, treffen können. Es wird grün und schön.